Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 2. Im letzten Part ging es ja wirklich sehr dramatisch zu und ja, ich mach mal weiter. So, wir kriegen endlich unser letztes Fragment hier in dieser Gegend. Besorge das Artefakt. Ja, okay, Artefakt halt. Ach, kommt. Oh, cool, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht. Protegos. Mhm. Oh je. Ich hoffe, die sind nicht zu stark. Nanook habe ich nicht eigentlich. Achso, stimmt ja. Ich habe ja jetzt nicht mehr Bahamut. Ach du meine Güte. Huxa. Okay. Boah, was sind denn das für Viecher jetzt auf einmal? So, hier. Ja, hallo. Irgendwie habe ich bisher noch nichts verletzt, oder? Ach du meine Güte, ey. So, 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 so. Und so. Hallo? Bin verwirrt. Meine Güte. Ja. Die werden geheilt? Was soll das denn? Na, Fertigkeiten. Augmentor. Fertigkeiten. Artemis-Pfeil. Keine Ahnung. So, schnell wieder das hier. Oh nein, ich kann mich nicht selbst heilen. Oh je, oh je, oh je. Bah. So, das. Und jetzt aber hier Anführer wechseln, bitte. Und jetzt gucke ich mal fix, was der hier so Schönes hat eigentlich. Protega. Und Vallum, oder? Ne, Vigiliant habe ich jetzt gemacht. Okay, mach das doch einfach. Oh, ich muss wieder wechseln, Anführer wechseln, so. Sonst bin ich ein wenig verwirrt. Gegenstände heilen. Und hier Angriff, bitte. Ah, ich bräuchte einen Manipulator jetzt. Das ist jetzt ein bisschen doof. Also ich glaube nicht, dass ich diesen Kampf hier schaffe. Es wäre, glaube ich, besser, wenn ich den irgendwie verlassen würde. Wie auch immer. Keine Ahnung. Weiß ich leider nicht. Eisatem. Meine Güte. So. Hallo, wie soll ich denn den heilen können? Es geht gar nicht. Tut mir leid, aber hier, Kampf neu beginnen und so. Ja, wirklich neu beginnen. Ich habe, glaube ich, keine Chance gegen die. Kannst du vergessen. Haut ab. Lass die Viecher in Ruhe. Ignoriere sie bitte einfach.
Oh cool, der Platz ist endlich mal frei. Und ich habe alles, die ganze Karte habe ich mir jetzt angeguckt. Das ist schön. So. Genau, Mock, du bist dran. Ach komm. So. So, ist gut. Und da. Ah, viel zu weit, glaube ich, geworfen. Muss ich gleich nochmal machen. Oh, ja klar. So, komm hier. Na los. Ei, der braucht immer ewig. So, wir haben das mysteriöse Artefakt erhalten. Und jetzt können wir zum Portal gehen. Jetzt gucken wir mal an, welches Portal die meinen. Die meint das da unten. Na gut. Achso, ja klar, das ist das letzte Artefakt. Und damit kann ich auch das letzte Tor öffnen. Ist logisch, klar. Na gut. Also. Wow, also ich glaube, ich muss zwischendurch nochmal so eine Trainingsrunde oder sowas einlegen. Wer schreibt mich da jetzt bitte an? Das nervt. So. Gut. Portal durch ein mysteriöses Artefakt aktivieren, um durch die Zeit zu reisen. Na sicher. Das mysteriöse Artefakt hat sich in das Wiederkunftsartefakt verwandelt. Juhu! Okay. Shall we? Let's. So, Kaio ist schon wieder da. You, will you allow this? It is not for me to decide. Okay, jetzt sind wir schon wieder hier. Hier haben wir das alles. Hier waren wir schon. Ich glaube, hier müssen wir jetzt rein. Ja, wir hören eh nichts. Sphäre des Jenseits. Zeitalters unbekannt, wie immer. Und wieder ein mysteriöser Ort erwartet uns, weil wir die Zukunft schon wieder verändert haben, beziehungsweise die Vergangenheit. Wir waren doch schon hier. Another detour? It's easy to get lost when you leap across time, Kupo. We can go back to the gate anytime. Let's take a breather. Oh, thanks. Say, Sarah. You remember when you told me that you saw lightning in me, in your dreams? Yeah. Are you still having them? No. The last time I saw lightning was the night before we met. Although, I've had lots of dreams about what happened the next day. Okay. Why do you ask? I was just curious. All right, my turn. I want to know about Yule. I don't know anything about either of the Yules you met. What do you mean? She could be a time traveler, right? Just like you and me and Snow. I don't think so. She's like a reincarnation, a new Yule born over and over. In each generation of the Farseers, a girl with the same face, the same powers born. That girl is always called Yule. So you're saying every age we travel to, there's a different Yule waiting? A Yule from Erba, and a Yule from Yasha's Massif. But they're all different. And neither are the Yule I knew. Although it took me a long time to actually start believing it. Kupo. Noel, I've been thinking. If we keep
traveling through time and resolving paradoxes and changing history. Doesn't that mean the future you come from will change along with everything else? Perhaps it'll become a future where I never existed. Is that possible, huh? Sure it is. But it's okay if it does. There's too much sadness in my world. Your future. It'd be better if it never happened at all. Oh. Well, come on. Let's go. We've got a date with Lightning, remember? Yeah. Okay. Kubo? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Looks different from the last time we were here. Mog, is this even the same place? This is the void beyond, Kubo. It's just one of the many shadows of Valhalla to be found, Kubo. So it looks similar, but it's really a separate world. That's why there are all these little differences. Makes sense. Let's go see what changed. Jo, werden wir doch direkt mal machen. Also wir können hier auf jeden Fall ein bisschen mehr rumhüpfen. Okay. Und hier ist anscheinend so eine Art Portal oder sowas. Warte mal. Untersuchen? Ach so, ja gut. I remember it from my dream. This is where Lightning was praying to the goddess. Gut, und was sagt uns das jetzt? Da ist ein Gegenstand. Oh, dann nochmal neu hüpfen. Komm, komm, ich will da rankommen. Achso, ja gut, ich kann ja auch zur Not den Mock werfen. Das habe ich ganz vergessen. So, dann komm mal, Moggy. Ja, ja, komm. Ich wehr dich nicht. So. Mal sehen, was wir jetzt hier bekommen. Ein, oh cool, ein Kontra-Artefakt Stille erhalten. Boah, geil. Ich habe nämlich keine Kontra-Artefakte mehr gehabt. Habe ja den letzten geöffnet, wo ich in, also hier zum Turm von Augusta oder wie das Ding hieß, gegangen bin. Da war ja das letzte Kontra-Artefakt. Also was ich verbraucht habe halt. Hier gibt es aber anscheinend gar nichts weiter. Warte mal, was ist das? Von hier bin ich doch gekommen, oder? Also von dieser anderen Seite. Und hier? Hier ist irgendwas anders. Das ist der Zeitspalt. Doch, klar, das ist derselbe Zeitspalt. Nur, dass ich diesmal halt hier durchgekommen bin und hier war jetzt keine... Also hier war das, glaube ich, keine Säule. Und dadurch konnte ich da langlaufen. Ja, das ist auch mal was Feines. Ah, mal gucken, ob ich vielleicht hier sogar runterkomme. Aber ich fürchte, dass das nichts wird. Schade eigentlich. Ich würde gerne mal unten langlaufen. Na gut, dann betreten wir den Zeitspalt. So, und hoffen einfach mal, dass wir in unsere Zeit zurückkommen. Ja. Oder hätte ich den Thron nochmal ansprechen müssen? Ich glaube nicht. Wow, okay. Hallo? was soll ich mit den ganzen Orten machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gern hier Yashas Massiv 110, bitte. Was ist denn Serendipity? Klingt ja komisch. Jetzt haben wir hier noch die Achillessteppe, irgendwas blub blub. Sanded Auenwald waren wir schon mal, das Kolosseum waren wir schon mal. Und hier ist nochmal ein neues Kolosseum. 400. Und das war irgendwie Fragezeichen. Ah, jetzt haben wir hier im Sanded Auenwald wenigstens alles fertig. Wir haben alle Fragmente, wir haben alle Tore geöffnet. Eigentlich müssten wir jetzt hier gar nicht mehr hin. Eigentlich. Ich will ja später noch die Monster fangen, das ist dann was anderes. Ich werde es jetzt so machen, ich gehe wieder in die... Jetzt muss ich sie nur noch finden, in diese Achillessteppe. Oh Gott, wo war denn das? Hier doch, das war das hier. Fear and panic grip the hunter village. The prairie flan, the main prey of the hunters, are disappearing rapidly.
Sarah and Noel slay the giant monster consuming the flan and resolve the paradox that unleashed it. But will this be enough to stop the giant flan from destroying the pillar? Noel and Sarah leave the prairie and hurry back to Sunlit Waterscape, praying that Snow is still safe. Gut, das haben wir ja schon erledigt mit Snow. Und zwar gehe ich jetzt hier hin aus dem einfachen Grund, weil ich hier offscreen noch ein bisschen was machen will. Ich werde ein bisschen rumziehen, werde Gegner fangen und so weiter. Ein paar nur. Also es sind, ich glaube, nur zwei Stück oder so. Das ist einmal dieser Wasserwerfer, was ich ja schon mal gesagt habe. Und dann wollte ich ja das rote Schokobo zum Beispiel noch. Das habe ich ja schon gehabt. Also haben wir ja schon gesehen. Ich will das nämlich auch ganz gern fangen. Und ja, auf jeden Fall ist das an dieser Stelle erstmal der Part vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ciao, ciao.